Moin Moin, herzlich hallo und willkommen zu, genau richtig, FIFA Let's Play, FIFA 19. Heute Bundesliga Mix gegen RB Leipzig. Im letzten Spiel haben wir verloren, das ist natürlich extrem bitter, ja. Aber wir sind trotzdem weiterhin Tabellenführer, da alle hinter uns irgendwie auch versagt haben. Das wird wahrscheinlich heute nicht passieren. Deswegen müssen wir einfach mal darauf hoffen, dass das alles besser läuft. Also, wir können natürlich überlegen, ob wir jetzt irgendwas an der Taktik umstellen. Ja, Rebic im letzten Teil irgendwie, weiß ich nicht aufgefallen. Ich würde fast schon wieder sagen, dass wir Araújo wieder tauschen gegen Ilsaka. In der Innenverteidigung, ja, Süle und Stambouli haben im letzten Spiel nicht überzeugt, aber ne, Ausrutscher passieren. Es ist natürlich doof, dass es im Derby passiert ist, aber nun gut, man kann eben nicht immer alles haben. Von daher lassen wir den beiden noch die Chance, jetzt sich gegen Leipzig von einer besseren Seite zu zeigen. Ja, die Berliner und die Freiburger und die Bremer und die Düsseldorfer und die Leverkusener und die Schwaben und die Augsburger und die Hannoveraner können alle ran an uns kommen. Erst recht, weil sie, glaube ich, fast alle gegeneinander selbst spielen. Also, wenn wir mal hier durchgehen, also wir haben ja die Freitagsbegegnung. Also Hannover spielt gegen die Gladbacher, die auf Platz 10 sind, also fast direktes, schönes Duell. Die Berliner spielen gegen ein Team, was unten steht. Die Hoffenheimer, Freiburg spielt im Topspiel gegen Bremen, also 2 gegen 4, da wird es auf jeden Fall einen geben, der rankommen kann. Die Mainzer spielen gegen Dortmund, das ist auch ein Spiel, was unten in der Tabelle sich abspielt. Düsseldorf, Bayern ist auch wieder so ein klassisches Spiel, Nürnberg, Schalke ebenfalls. Dann haben wir hier Stuttgart, Leverkusen auch im Mittelfeld, 6. gegen 7. haben wir das Spiel und Augsburg gegen die Frankfurter. Das haben wir auch genau dasselbe Drama, dass es im Endeffekt unten gegen Mittelfeld ist. Also wir haben da so einige Partien, die richtig interessant sind. Unsere ja eher nicht, weil wir heute gegen Leipzig spielen. Aber wie ich ja schon mal gesagt habe, das heißt nichts. Das heißt überhaupt nichts. Jedes Team ist ungefähr gleich stark. Deswegen auch von der Tabellensituation her seht ihr ja, das ist eine richtig interessante Saison. Und heute können wir, wenn wir jetzt heute gewinnen sollten, uns wenigstens unser Polster aufbewahren. Wenn wir heute das Ding wieder verlieren sollten, ja, dann wird es schwierig in der laufenden Saison. Weil es werden ja nicht leichtere Gegner kommen. Insbesondere, glaube ich, weil wir schon die leichten Gegner alle hinter uns haben. Also, 12. Spieltag, Regen in Wolfsburg. Ja, willkommen zum Spiel gegen RB Leipzig. Ein Spiel, was man ernst nehmen muss. Absolut. So, das können wir alles nicht zeigen. Kennt ihr ja. Ihr wisst ja bereits, wie das aussieht. Aufstellung von uns für heute. Diese Aufstellung. Wir haben Ilsaka jetzt dabei. Ja, auf der anderen Seite, ja, eigentlich ein Team, was eigentlich richtig top aufgestellt ist. Das muss man einfach mal sagen. Muss man einfach mal sagen und damit willkommen zum Spiel gegen Leipzig. Was nicht einfach wird. Was absolut nicht einfach wird. Wird sich eben zeigen, in welche Richtung diese Partie geht. Es gibt erstmal Eckball. Eckball, 2. Minute. Im letzten Spiel haben wir gegen Hannover 96 nicht gerade dolle gespielt. 2-1 verloren. Das hoffentlich wird sich heute jetzt ändern. So, Kopfballmöglichkeit drüber. Aber zumindest ist das schon mal ein Anfang. Nächster Eckball. Der kann abgewehrt werden. Stambouli. Ball geht in die Mitte und der Kopf war drüber. Ein Anfang, der so sein soll. Es hätte jetzt eigentlich im Endeffekt besser reingehen sollen, als er das stand dann daneben. Aber so ist es eben.
So, Tabelle, denkt euch sie mal woanders hin. Weil jedes Mal, wenn man an die Tabelle denkt, man denkt, oh, man ist Tabellenführer. Oh, der Gegner, den können wir locker besiegen. Dann ist es nicht so. So, Möglichkeit, da ist es. Lazaro, Lazaro, ja, ja, unser Mittelfeldmann trifft. Lazaro. Ja, Euphorie natürlich ein bisschen gedämpft. Natürlich, es kann komplett noch nach hinten losgehen. Wir kennen so welche Spiele, wo man eigentlich den Gegner Hochmut zusprechen und alles drum und dran. Fährmann knapp dran vorbei. Muss man einfach sagen, knapp dran vorbei. Und damit führen wir hier mit 1:0. Trotzdem das Ding nicht zu hoch ansetzen. Zweiter Treffer für ihn. Weil unser Gegner hier, Rigotta, ja aktuell momentan die Torschützenliste anführt. Nämlich mit 9 Toren. Das darfst du nicht unterschätzen. Natürlich, Finn Borgerson damals, Entschuldigung, bei den Hertha war das auch so ein bisschen anders. Klar, die Hertha, oh Gott. Die war aber damals irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit dem Gedanken woanders. Deswegen sie so eine Watsche bekommen hat von uns. Aber das ist einfach... Nee, das ist einfach nicht so. Die haben sich mittlerweile hochgepusht. Und sind mittlerweile richtig gut. Weiß gar nicht, ob Finn Borgerson damals auf dem Platz stand gegen uns. Da ist er wieder. Und Kopf von daneben. Und Kramaric. Ja, man darf es einfach nicht vergessen. Kramaric ist jetzt Vize-Weltmeister. Ist noch völlig ungewohnt. Für viele. Kroatien Vize-Weltmeister. Aber so ist es. So ist es einfach. Muss sich dran gewöhnen. Nächste WM ist ja 2022 in Katar. Ganz ehrlich, das wird eine Katastrophe. So. Möglichkeit und dann ist es der Kopfball, der souverän reingegangen ist. 2:0. Nie unterschätzen den Gegner. Nie unterschätzen. Weil das kann böse nach hinten losgehen, dass die Verteidiger da nicht aufpassen, ist die andere Geschichte. Aber nie unterschätzen. So frei stehen darfst du Gnabry nicht lassen. Dieses Mal geht er dahin, der Ball, wo er eigentlich schon in der 4. Minute hingehen sollte. Ist er jetzt nicht, ist egal. 2:0. Längst nicht durch. Längst nicht durch. 9. Treffer. Damit steht er jetzt gleich mit Rigotta an der Spitze der Torschützenliste. So, Ilsaka. Normalerweise ja bei RB unter Vertrag. Für durch den Bundesliga-Mix haben wir ja viele, viele Spieler, die ja eigentlich normalerweise nicht in den Verein spielen. So, Alaba. So, der kann sich jetzt ein bisschen vorlegen, den Ball. Ah, das ist, ja. Interessant, dass Gnabry da ein bisschen langsamer ist. Jetzt nicht von ihm erwartet. Dass er da irgendwie das Tempo verliert. So, die machen Dreieckspass. Schweinchen in der Mitte, like. Wer das noch kennt. So, Alaba. So, jetzt, guck mal. Das ist jetzt wiederum der Unterschied. Bailey kriegt das hin. Aber das jetzt den Zweikampf hier nicht, aber Bailey hat das jetzt super hingekriegt. So, nächstes Laufduell. Kopfball nicht gelungen. Macht nichts, gibt Einwurf.
Der Kopfball ist jetzt diesmal missraten. Macht aber nichts. Alles gut, es ist alles so, wie es sein soll. Es ist jetzt, es funktioniert jetzt so, wie es eigentlich gegen Hannover funktionieren hätte sollen. Das ist aber nicht tat. Ah, geblockt. Nächster auch geblockt. Und jetzt geht's ganz schnell. Rigotta und Kagawa. Und erstmal weg. 38. Minute. Bailey. Schöner Pass und wenn er ein bisschen tiefer gegangen wäre, wäre er glanzvoll reingegangen, aber so geht er knapp drüber. Von unserer Nummer 10. Von Ribic. Muss ich eben nochmal selbst nachgucken, wer denn unsere Nummer 10 ist. So, Partie, wie gesagt, es ist noch alles möglich. Leipzig kann noch zurückkommen. Insbesondere eben wegen diesen Faktoren von EA, die ja immer gerne da sind. So von wegen, hey, du bist Tabellenführer, damit dein Spiel nicht mehr zu langweilig ist. Na, wir machen mal den Gegner stärker als dich. Siehste, machst du mal den Gegner stärker als du. Das war jetzt Glück. Das war jetzt einfach Glück, dass wir da irgendjemanden stehen hatten. Sonst wäre das Ding hundertprozentig reingegangen. Trotzdem bleiben wir immer noch schön ruhig. So, jetzt ist klassische, genau, abwehren, abwehren, feige abwehren. So, guck, jetzt kommst du da durch. Ja, machst dann so einen Fehler. So, und dann weg das Ding, es ist eh vorbei. Ich weiß, das war extrem feige da oben in der Ecke, aber ich habe ständig welche Fehler gemacht, dass er dann irgendwem das in die Beine spielt und dass dann urplötzlich der Konter kommt und urplötzlich fängst du das Gegentor. Das ist überhaupt richtig schlimm. Also hier steht 2-0, aber es ist noch alles offen. Leipzig kann noch locker 3 Tore erzielen. Ja, 45 Minuten noch Zeit, also da müssen wir trotzdem hier noch, ne? Auch wenn wir die beste Abwehr sind, und das ist ja gerade der Punkt, weil wir die beste Abwehr sind, kann das noch ganz böse nach hinten losgehen. So, ja, der Rest, alles in Ordnung. Natürlich müssen wir auch überlegen, irgendwann mal Ulreich ins Tor zu stellen. Eben weil das auch so gewollt ist, glaube ich, dass mal auch der Ersatztorwart mal eine Partie spielen darf. Beziehungsweise spielen muss, damit auch der Stammkeeper immer noch auf Höhe ist und ich sich denke, ja gut, ich bin Stammkeeper, pff, ich bleib ja eh im Tor. Also gegen einen Gegner dann den Ersatztorhüter mal bringen, wenn es soweit nötig ist. Können wir überlegen, wann wir das machen. So, wir spielen als nächstes gegen die Eintracht. Vielleicht da. Die Frankfurter ja momentan unten in der Tabelle. Da kriegt vielleicht Ulreich mal seine Chance. Eine Möglichkeit für RB. Und das meinte ich damit. Und das genau meinte ich damit. Und genau das meinte ich damit. Du darfst sie nie unterschätzen. Niemals denken, oh, verdammt, das Ding ist durch. Nein, es ist nicht durch. Es ist nicht durch. Und was für ein Schuss war das? Ja, natürlich muss hier nochmal EA zeigen. Oh, was war das denn für ein Schuss? Ja. Wenn der Torwart auf Höhe gewesen wäre, hätte er den locker gehalten. Es ist einfach so. War er aber nicht. Das ist ein Zeichen dafür, dass Birki eine Spielpause braucht. Kramaric, dritter Saisontreffer. So, und immer schön Ruhe bewahren. Und jetzt nicht in Hektik geraten. Nur weil Leipzig getroffen hat. Wir stellen jetzt auf defensiv um. Weil Leipzig getroffen hat. So, das sieht der Schiedsrichter ein Foul. War ein Versuch, ein Schussversuch.
Was er da an Foul gesehen hat, weiß ich nicht. Möglichkeit für Leipzig. Gut, weggeklärt. Und jetzt kontern. Behrens. Bailey, Ball in die Mitte. Ball abgefangen. Ball weg. Wechsel. Ich will jetzt ehrlich gesagt schon fast Behrens austauschen. Aber für wen? Ich glaube doch sogar für Aogo. Aogo kommt rein für Behrens. So. Gnabry wird jetzt nachträglich nochmal verwarnt. Wie gesagt, war ja ein Schussversuch. Unverständlich, aber genau deswegen mag ich Harald Pfimmler so gerne. Weil er genau das dann auch pfeift. Wie gesagt, Schussversuch. Ich weiß nicht, was er daran gesehen hat. Was da irgendwie... keine Ahnung. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. Das muss er auch nochmal bei EA irgendwie einfügen. Anfangen zu diskutieren. So von wegen, das ist nichts. Ich glaube, dann wäre der Online-Modus zerstört. Glaubt mir mal. Deswegen machen sie es nicht. Ja, genau deswegen machen sie es nicht. Möglichkeit für Leipzig. Und weg das Ding. Hau sonst wohin das Ding. Ja, und das ist natürlich kein Foul. Hashtag Fimmler. So, Leipzig weiterhin nach vorne spielend. Und das ist Gott sei Dank nicht die Möglichkeit. Trotzdem, Möglichkeit lebt noch. Ja, und das ist Elfmeter. Da kannst du, egal welchen Schiedsrichter das geben, das ist leider ein Elfmeter. Und ja, das ist leider einer. So. Wir geben schon wieder, das ist genau die Angst, die ich hatte. Das ist genau die Angst, die ich hatte, dass das passiert. Dass Leipzig zurückkommt und urplötzlich alles doof ist. Interessanter Wechsel von Leipzig. Rigotta geht jetzt vom Platz. Also, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil sie denken, ja gut, lieber jetzt auswechseln. Und nicht drin! Ich würde jetzt so gerne den Videobeweis drin haben. Und nicht drin, ab nach hinten. Bus fährt ein, das ist mir so egal jetzt. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand eigentlich. Wir führen, aber trotzdem fühlt es sich an, als ob wir hier gleich verlieren würden. Was war das denn schon wieder für ein Elfmeter? Gott sei Dank hat er den so versaubeutelt. Gottes Willen, ey. Das wird jetzt eine richtig interessante Partie in den letzten 10 Minuten. Wie gesagt, ab nach hinten heißt die Devise. Ist mir völlig egal, was da vorne passiert, jetzt in Leipziger Innenverteidigerbereich. Bloß nach hinten. So, und Ruhe bewahren. Alles ganz ruhig angehen lassen. So, wir sehen jetzt hier auch meine Taktik, meine Defensivtaktik. Deswegen wäre ich auch fast schon bereit, doch tatsächlich jetzt nochmal einen defensiven Brand zu bringen. Süle raus, dafür Bruma rein. Und weg damit.
Na, kriegt den noch irgendwer? Nein. Bailey. Und Gnabry. Können wir diese Führung über die Zeit retten? Das ist die im Endeffekt einzige Frage. Wechselsühl raus, Boomer rein. Auf der anderen Seite sehen wir auch einen Wechsel. Kagawa raus, Uth rein. Klar, Stürmer rein. Ab nach vorne heißt die Devise. Die können es noch schaffen. Wenn wir ihn jetzt aber sonst wohin donnern, nicht mehr. Jetzt Tonali. Und Wurst! Und Wurst! Kannst du knicken! Wir gewinnen das Spiel. Aber nur weil der Elfmeter so extrem verhauen worden ist, ist. Eieieiei. Eieieiei. Ein Spiel, wo man sich an Abschlüsse denkt, so. Eieieiei. Das wäre unentschieden ausgegangen, aber 100 Pro. Oder Leipzig hätte gewonnen, aber 100 Pro. Hätte das nicht gewonnen. Wirklich nicht. Gibt es irgendwie sowas wie Elfmeter verschossen oder sowas? Birki, kein Tor. Da haben wir es. So, wenn wir jetzt hier... Komm. Das ist einfach nur unfassbar. Der lupft den gut und schön. Aber dass der Ball nicht über die Linie geht, das ist schon der Wahnsinn. Wenn man sich das hier mal anguckt. Dass der Ball da nicht über die Linie geht, das ist schon unfassbar. Eieieiei. Also wieder kein gutes Spiel eigentlich von uns. Am Ende ist es Wurst. Und wir sehen eigentlich jetzt auch interessanterweise, dass die Freiburger wirklich doch tatsächlich jetzt durchgereicht werden. Also jetzt anscheinend beim SC Freiburg läuft gar nichts mehr. Nachdem sie so einen super Start hatten, anscheinend ist irgendwas passiert. Vielleicht hat sich irgendjemand verletzt oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall verlieren die auch da wieder 0:3 gegen Bremen. Also, das sieht nicht gut aus mehr für die Freiburger. Die werden wirklich doch tatsächlich jetzt durchgereicht. Ja, die anderen Begegnungen, ich hatte ja schon gesagt, dass da viele sehr spannende Begegnungen dabei sind. Hannover hat das eine Spiel gewonnen. Na, durch die zwei Siege sind sie jetzt glatt mal auf Platz 7 gelandet. So schnell kann das gehen. Die Schalke haben das zweite Mal auch gewonnen. Also, dieses Wochenende war ein super Wochenende für die Schalke. Zwei Siege, zwei Spiele. Ja, also, es ist echt unfassbar. Also, wir sind Tabellenführer, ja, aber die Frage ist nur noch für wie lange. Wenn wir so die Partien spielen, das könnte vielleicht schwierig werden. Ja, Leipzig steht unten in der Tabelle. Die haben sich, ja, die hätten sie gewonnen, wären sie wirklich doch ganz weit nach oben gekommen. Das wäre... aber im nächsten Spiel gegen die Eintracht, die jetzt in der Tabelle auf Platz 15 steht, ja, müssen wir überlegen, ob wir unser Torwart austauschen. Eben weil Birki wahrscheinlich einfach nicht topfit ist. Und das ist eben dann auch der Punkt. Wenn man jetzt hier sieht, Spieler November, sind 3 von uns dabei. Oh, vielleicht schauen wir die Serie. Also, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn ihr mögt, schaltet rein. Wenn nicht, dann nicht. Bis dann und ciao.